Hallo liebe Zuschauer, hier sind wir wieder in unserem friedlichen, beschaulichen Sandrock, wo Fred und Elsie mit Brille noch im Bett liegen und nicht wissen, was dieser Tag ihnen bringt. Zum Beispiel Sandy, der Durst hat. Kau dein Essen, atme es nicht ein. Hab ich immer so gemacht, geht schneller. Okay, dann kümmert sie sich mal ums Kind, dafür drücke ich mich mal schnell. Yeehaw. Plenty of work planned for today. Let's root for each other. Viel Arbeit, Kind. Okay, gut, dann viel Spaß. Mach's gut, Elsie. So, das sind schon mal Sachen. Da kann sie sich auch mal drum kümmern. So, nicht immer nur das arme Jagdmann, Fred. Noch ganz andere Probleme. Gott, dann machen wir den Sandy größer wert. Müssen wir den dann einschulen? Was ist jetzt passiert? Oh, ich hoffe, es ist auf Zeit. What a long ride. Get stuffy in there. Oh no. Sie sollte jetzt hier sein. Ich hoffe, sie sind pünktlich. Was für eine lange Fahrt. Da drin könnte es stickig werden. Oh nein, und ihr könnt unterwegs schlecht werden. Hey, den Bus habe ich gebaut. Da kann dir gar nichts. Naja, gut. Es könnte eine holprige Fahrt werden. Sagen wir mal so. Die Federung war. Das sind alte Blechdosen gewesen. Ah, Bill. Ja, Fred. Nein, ich bin Jan, der sich verkleidet hat. Nein. Wartest doch viel, Mann. Ja, meine Familie kommt heute. Oh, okay. Spannend. Es war ja mal angekündigt, dass hier jemand aus Porsche einziehen soll in Sandrock. Da bin ich aber gespannt, wer dann hier kommt. Ich kenne die ja jetzt ja nicht so, die Person dort. Ich habe ja nur einmal die Demo gespielt. Es macht mir nichts aus, dir zu sagen, Fred, dass meine Tochter an einer seltsamen und seltenen Krankheit leidet, seit sie sehr jung war. Selbst die besten Ärzte in den freien Städten konnten nicht herausfinden, an was genau sie leidet. Aber ihr Empfang, der ist verschlossen genug und X verrückt genug, um rauszufinden, was hier los ist. Und von dem Rest von den Leuten hier will ich gar nicht erst anfangen. Als ich das letzte Mal in Sandrock war, war Dr. Fang noch nicht da. Aha, ich bin froh, dass ich ihn dieses Mal kennenlernen konnte. Ich habe viel Gutes über seine Fähigkeiten gehört. Also dachte ich, ich bringe meine Tochter hierher, um seine Meinung einzuholen. Wer weiß, vielleicht kommt ja sogar etwas dabei heraus. Ja, mal sehen, was X dazu sagt. Der ist eigentlich der Chef hier. So wie Captain der Chef der Ziviltruppe ist. Übrigens, Fred, ich möchte dich um einen kleinen Gefallen bitten. Okay, ja gut, wer will einem Bürgermeister was abschlagen, nicht wahr? Kannst du später mit uns in die Klinik kommen? Ja, kein Problem. Es ist nur so, dass Dr. Fan ein einzigartiges Temperament hat, aber das ist es nicht, was mich beunruhigt. Es ist mein Sohn. Er kann ein wenig... ja... Ah, schade, da sind sie. Ihr wollt gerade was Negatives sagen, oder? Oh, der Bus, der lebt noch. Juhu! Das ist Freds Qualitätsarbeit. Der Porsche-Bus. Ah, okay. Gast! Muss ich doch noch? Hat der Hut oder einen Sonnenschirm? Alter Falter. Scheint gut zu sein. Okay. Ah, okay. Darum gibt es von ihr auch eine Figur im Fanshop von Sandrock. Papa. Ginger. Papa. Das muss ich, glaube ich, jetzt nicht übersetzen. Interessante Mode. Okay. Ja, die haben sie jetzt extra für Sandrock umgemodelt anscheinend. Haben sie lange dran gearbeitet wahrscheinlich. Es ist schön, euch beide hier zu sehen. Wie war die Reise? Lief alles reibungslos? Ja, es lief gut. Wir haben unsere Reisepläne gemacht, sobald dein Telegramm eintraf. Sohn des Bürgermeisters. Ja, also der Bus ist ja auch mit jedem Komfort ausgestattet, den wir nicht finden konnten. Darf ich ihn allen vorstellen? The builder has done a lot for Sandra. Mit wem redet er alles? Darf ich Ihnen alle vorstellen? Okay, der Google-Übersetzer gewesen. Meine Tochter Ginger und mein Sohn Gast. Und dies ist der beste Handwerker in Sandrock und wir sind gut befreundet. Fred hat viel für Sandrock getan. Ja, den Satz müssen wir noch ein bisschen anders machen und vielleicht werden hier auch sogar Satzzeichen gar nicht mehr so schlecht. Man weiß, wer hier mit was mit wem wie redet, aber gut. Alle haben grüne Augen, interessant. That's fine, Pa. Das ist in Ordnung, Pa. Wir sind nicht hier, um Freunde zu werden. Wo ist die Klinik? Ah, der ist aber nett. Hello, Builder. Hallo, Handwerker. Ich bin Ginger. Freut mich, dich kennenzulernen.
Hallo, Frau Sonnenschirm. Ja, ich freue mich auch. Ja, die Klinik. Ich bitte um Entschuldigung, Fred. Weißt du, mein Sohn kann ein bisschen... Mir geht er noch auf den Sack. Ja, die Klinik. Ja, lass uns gleich hingehen. Was kann er denn jetzt ein bisschen? Oh, die Klinik. Oh, ich bin spannend. Was sagt X so zu dem Ganzen? Erzähl uns von deiner Krankheit. X ausgerechnet. Hast du das gesehen, Gus? Der kleine Vogel spricht unsere Sprache. Wie schlau. Hallo. Spricht sie besser als manch andere. Da stehen meine Liebe. Wann wurdest du krank? Es fing an, als ich 12 war. Ich habe immer versucht, es zu kontrollieren. Welche Medikamente nimmst du? Welche Bücher liest du? Wen magst du? Ich nehme die Medikamente, die mir unser Arzt verschreibt. Was Bücher angeht, so lese ich alles, was Onkel Russo für mich auftreiben kann. Warum fragst du nach den Büchern? Und wen ich mag? Mag ich sie? Oder Fang? Oder was weiß ich? Das ist lächerlich! Wer hat dich denn gefragt? Quiet, X. Sei still, X. Die jüngste Episode. Wir haben auf ihre Ernährung geachtet und darauf, wo sie hingeht, sodass es seit Anfang des Jahres keine Episoden mehr gab. Also von ihrer. Also Ausbrüche ihrer Krankheit. Nein, eigentlich war es erst kürzlich. Ach. Kürzlich? Ihr habt wohl nichts mitgekriegt, ihr Vögel, ne? Keine Heimlichtuerei, nur die Wahrheit, erzählt alles! Fliegt ja überhaupt. Naja. Es tut mir leid, dass ich dir nicht davon erzählt habe. Ich war alleine spazieren. Papa war auf dem Gipfel und ich wollte meinen Bruder nicht beunruhigen. Es war nicht so schlimm. Der Handwerker von Porsche sah, dass ich krank war, brachte mich in die Klinik. Und nachdem Dr. Schuh mir ein paar Medikamente gegeben hatte, ging es mir wieder besser. Wirklich, es war, als hätte ich nie ein Problem gehabt. Dann die spielt das wahrscheinlich komplett runter. Oh je, yeah, okay. Dr. Shu, wie konnte er mir das nur verheimlichen? Er ist zurück, er ist zurück. Beruhig dich, mein Schatz. Nimm mir etwas Kräutertee, um die Temperament zu zügeln. Wer jetzt genau? Soll ich ihn umhauen? Gib bitte nicht Dr. Shu die Schuld. Ich habe ihm gesagt, er soll es niemandem sagen, weil ich nicht wollte, dass ihr euch Sorgen macht. Meine süße Tochter, hätte ich das gewusst, hätte ich dich nicht nach Sandrock reisen lassen. Niemals hätte ich dich auf diese beschwerliche Reise geschickt. Ach, diese Busfahrt bringt jeden um, also das hättest du dir früher überlegen müssen. Kämpfe, 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 hol dir deine Snacks. Nimm einen Platz in der ersten Reihe ein. Was ist mit X los? Okay. Was für eine Klinik, Vater. Es ist ein sprechender Vogel und ein Arzt, der kaum zwei Worte zusammensetzen kann. Das ist ein Zirkus. Wie können wir den Jinders Gesundheit anvertrauen? Genau diese Freaks sind immer die richtigen dafür, denke ich. Und einer mit einem Jackman-Kostüm. Was will er eigentlich? Ja, also General Hospital wäre auch nicht besser ausgestattet. Das ist absurd, ja, okay. Ich könnte mir eine Kettensäge holen. Dann haben wir das Problem schon mal mit dem Sohn erledigt. Gast, du weißt, dass solche Äußerlichkeiten keine Rolle spielen, solange der Arzt nur gut ist. Wenn er sich einen Vogel hält, mein Gott. Achtung, Achtung, die Zirkusausstellung beginnt! Der erste Auftritt ist von X, der bei der Aufführung schlimme Wörter ausspuckt. Hallo? Vielleicht sollte ich auch X beseitigen, vielleicht ist das besser. Ich weiß aber noch nicht, was mit Fang passiert. Halt die Klappe, Vogel! Bitte? Wenn das jemand sagt, ist es ein Sandrocker. Bitte, Gast, ich wollte mitkommen. Ich wollte sehen, ob es ein Heilmittel gibt. Stimmt's, Papa? Bruder? Darum ging es doch, oder? Um endlich ein Heilmittel zu finden. Oh. Familie. Nehmt euch zusammen. Oh, das ist aber eine strenge Rüge von ihm schon. Er geht, ist ja richtig außer sich. Ich muss den Puls fühlen. Bitte wartet alle draußen. Please wait outside. Wo fühlt er den Puls jetzt genau? Gut, das wollen wir vielleicht auch besser nicht wissen. Sicher, Doktor, komm mit mir, Gast. Lass wir Ihnen etwas Freiraum, um den Puls zu finden. It's done.
Es ist erledigt. Huch. Ja. Und was, Huch, was ist wieder? Episode. Die letzte Episode. Nicht gut. Ich brauche einen Tag, um mich für eine Behandlung zu entscheiden. Komm bitte morgen wieder. Auf Wiedersehen. Bis morgen. Komm, Ginger. Du musst ja müde sein. Lass uns im Saloon etwas ausruhen. Ja, ich danke dir, Doktor. Und auch dir, Fred. Und X, bitte, ja? Auf Wiedersehen, Doktor. Und danke, dass du die Zeit genommen hast, mit uns zu kommen, Fred. Ich hatte sonst hier nichts zu tun. Da ist X wieder, okay? Er ist böse. X ist traurig. Naja, er muss ihn ja nicht so anfahren, oder? Ja, das war ein ganz schöner Ausbruch. Der ist ein Arsch, der Typ. So, das kommt vor. Krankheit lässt die Emotionen hochkochen. Fred, weißt du, warum sich die Familien so sehr aufregen? Sie lieben. Und sie haben auch Schmerzen. Fred, bitte, komm morgen. Ich werde X zu Hause bleiben lassen. Ich will nicht, dass sich so etwas wie heute wiederholt. Ach, der arme X. Sie können ja wenigstens mit Coco abhängen. Wenn Familien verärgert sind, ist das nicht hilfreich. Für alle Betroffenen. Ich danke dir. Das Mädchen mit dem Sonnenschirm. Mission gestartet. Okay. Aber X ist ja auch deine Familie. Das muss man auch beachten, nicht wahr? So. Okay. Und sowas Schlimmes hat er ja auch nicht gesagt. So, also. Dr. Jagdmann geht jetzt hier wieder nach Hause. Was ist denn hier für ein Aufschluss, sag mal? Ist hier irgendwas? Eine Schulaufführung oder Fußballspiel? Was ist denn hier los? Okay. Ich hab mir einfach Xena sagen, sie sollte hier alle umlegen. Dann haben wir das Problem mit diesen ganzen Klonen hier auch erledigt. Ne? Hey Luna, was machst du denn hier? Ja, die Vorstellung war super. Was macht die überhaupt noch hier? Keine Ahnung. So, hier, Hardisien, Tourist. Der heißt nur Tourist? Haben sie für den keinen Namen gefunden? Ist der Zufallsgenerator kaputt? Sam Krog war früher so viel größer. Ich frag mich, was passiert ist. Eine Schrumpfkur. Einfach nur eine Schrumpfkur. Mein Gott. Hey Katori, bist du auch geschrumpft? Nein, ich meine, was ist hier los? Ich, ja, ich weiß auch nicht. Ja, schön doch mal. Ja, Mika, Milka, was weiß ich, okay. Warum läuft der hier zwischen die Bäume? Was ist hier los? Calvados, Larry, Larry, ich glaube, du musst hier langsam mal aufräumen. Hier sind zu viele Menschen. Ich fühle mich gut in eurer Gesellschaft, ein starker Mensch. Es gibt bereits einige unter euch, die glauben, dass ich ebenfalls ein Mensch bin. Ja, das sind die Touristen, die sind ein bisschen dumm, aber okay. Die bringen Geld in die Stadt, deshalb, egal wie dumm die sind, es bringt uns trotzdem was. Ja. Okay, und muss ich jetzt den ganzen Weg zum Fuß laufen? Hey Kelly! Ich möchte ins Gras spielen, gehen und spielen. Schau, wie schnell ich rennen kann. Ja, schnell ist was anderes, aber okay. Cooper? Was ist hier wieder los? Guck mal, alle gehen wieder und Burgess redet. Hör auf mit diesem Baum! Immer wieder hört man diese Geschichte mit einem dummen Baum. Irgendwann haue ich hier so einen Baum auf den Kopf. Ja, hier habt ihr 20 Golds, lasst mich in Ruhe. Küchenfuzzis, okay. Hat bei einmal ein Kaktus gefällt und dann... der Baum, fällt keine Bäume. Ah, ist ja dieser Gustl hier, dieser Ungustl. Hey, du Ungustl. Ich bin nicht in der Stimmung zu plaudern. Ich kann auch ein paar Mal wohin treten, mein Freund. Den dann drauf, ey. Frechheit. So, komm, hey Grace, so, wie siehst du da sehr entzückend aus heute? Was gibt's bei dir? Verbotene Delikte, jederzeit in dem Outfit, überhaupt kein Problem. So, was haben wir hier? Ich brauche jetzt mal ein Rauschen im Traum hier, das hat mich jetzt alles aufgeregt.
Ah, Jesus, Maria. So. Hey, Unschuh, was macht dein Huber eigentlich? Was ist mit dem passiert? Wanna hear a joke? Nein, du kannst keine Witze erzählen. Gib's einfach nicht. Du kannst mal einen Orden haben, aber hör auf, Witze zu erzählen. Ja, so kann man Kunden angeln, Grace. Das ist gar nicht mehr so dumm. So, sind die jetzt hier? Ah. Gucken. Kann man jemand irgendjemanden reden? Ne, hier gibt's keine Mission dementsprechend. Ne, okay. So, dann erstmal nochmal ein Gericht. Nur wegen der Statistik, weil ja gesagt wurde, hier hätte ich nur so ein paar Gerichte gegessen, was totaler Quatsch ist. Die fegt jetzt im Bikini den. Naja. So, lecker, lecker, Grace. Mach weiter so. So, Mann, oh Mann, also morgen, da bin ich mal gespannt, was es hier dann gibt mit dieser Krankheit und nochmal, ob X da was machen kann. Fangen. Jetzt bekommt ihr auch schon durcheinander. So, oh Mann, das wird aber. Oh, sie hat, ich glaube, 84 mehr als gestern. Oder letzte Mal, wo ich hier reingeguckt habe. Nicht schlecht, es wird langsam eng. Hey, wey, was ist hier oben eigentlich? Ist das Klo oder was? Nix, okay. Dann können wir ja nochmal gucken, ob wir ein paar Aufträge hier noch abstauben können. Drei Bratpfannen. Okay. Bronze, ja. Das ist aber jetzt nicht so lukrativ hier. Puh. Ja, das bringt nur am meisten hier, ne? Das ist aber alles nix. Prozent, ne, da müssen wir nochmal in 3-4 Tagen wieder kommen, damit wir ein bisschen mehr Rabatt haben. So nicht. Scheiße, Ausdauer voll. Ich muss irgendwas arbeiten, damit ich was saufen kann. Was ist das für ein Kreislauf hier? Das ist doch blöd. Erst schuften, dann trinken. Und ich muss nicht betrinken. Ich halte das hier nicht mal aus. Du mit deinen drilligen Zwillingen, mein Gott. Du musst nicht mehr so viel von deinem eigenen Jagdmann und Zeug trinken. Das war alles nicht wahr. Hey, Benjo, was ist los? Ja, so komische Typen aus Brauchschuss sind gekommen. Ich weiß nicht. Falls du diesen einen Schnösel siehst, den kannst du gerne ans Bein pinkeln. Habe ich diesmal nichts dagegen. Du bist Benjo schneller als ich. Wie ist das noch hier? Okay. Was haben wir hier? Ein Brief von Haru? Oh! Okay. Von Haru. Oh, kann man nicht antworten. Schade. Hey Fred, ich bin's Haru. Aber was? Es tut mir leid, dass ich dir nicht früher geschrieben habe, aber ich habe versucht, mich einzuleben. Ich habe schon ein paar Freunde gefunden. Ich weiß, dass sich die Dinge auch in Sandrock verändern. Allerdings, meine Mitstudierenden haben mich gefragt, wie es war, dort zu leben. Aber ich bin sicher, wenn ich zurückgehen würde, werde ich es kaum wiedererkennen. Ist auf jeden Fall sehr viel grüner geworden. Aber wir könnten die in der Drogerie gebrauchen. Aber ich genieße Atara wirklich. Wenn du jemals die Gelegenheit hast, hierher zu kommen, wirst du deine Zeit in Atara sicher auch genießen. Ja, schön mal wieder von ihm zu hören. Auch schön, dass sie jemand sowas denken und die Figuren, die weg sind, auch sie ab und zu mal melden. Das macht so einen kleinen Tacken realistischer hier. Hey, Makato! Miau! Falls du diesen Typen siehst hier, dann kannst du auch gerne ein Bein winkeln. So. Das ist ein Schnösel, ey. So, was müssen wir noch machen? Scheiße, wir haben kein Titan mehr. Wie kann das denn kommen? Oh, ne. Okay. Ja. Ich hätte auch so viel gemacht. Wir hauen mal hier. Der kann 13 maximal machen, ne? Vielleicht müssen wir diesen Ofen noch mal boosten. Mal gucken, ob wir da mal was mehr rauskriegen. Ja, na, dann ist er öffnet übrigens, falls jemand Interesse hat. So, Maschinen. Industrieofen. Oh, 4 Edelsteine brauchen wir noch fair. War das nicht mal anders? Ich hab dann diese scheiße Drogentür. Den kann ich jetzt mit Sandkorallen boosten? Was war das denn? Das ist auch neu. Kommt dabei raus. 1% mehr Reinigungskraft. Was ist? Beeindruckend. Naja, was soll's. Wir haben genug von den Dingern. Boah, ey, das ist aber. Das ist aber ein teurer Spaß. Das sind die einzigen 4 Edelsteine, die ich habe.
Nee, da weiß ich nicht, ob ich die nicht mal für was anderes noch brauche. Nee, dann nicht. Also das waren aber früher andere Gegenstände, meine ich. Na gut. Dann ist das so, haben sie das geändert. Für irgendwas müssen die ganzen Crafting-Materialien ja auch mal gut sein. Wir haben so viel in der Zeit gesammelt hier auch. Wenn man schon natürlich länger gespielt hat. Bei manchen fragt man sich heute noch, wofür ich das eigentlich alles brauche. Aber dann Edelsteine, ich glaube, wirklich viermal noch ein bisschen gefunden. Das ist, kommen wir hier auch noch ein paar. So, dann dürfen wir bald genug haben. Können wir das auch machen. Wir hetzt uns ja keiner, nicht wahr? So, ansonsten war auch hier nichts so besonders. Ein paar Pfannen für die Schwiegermutter. Ein bisschen Holzstöckchen. Hier hätten wir sogar noch welche. Ja, komm, dann machen wir das noch. Ein paar Holzstöckchen. Damit hier die Maschinen wenigstens mal ein bisschen laufen. So. Das haben wir. So. Wir chillen hier irgendwie. Gucken nochmal nach dem Kind. War hier sonst noch irgendwo was? Nichts, wo irgendwo noch eine Aktion benötigt wird. Macht Elsie da? Weiß ich nicht. So, ja gut, wir müssen irgendwann nochmal wieder in die Minen. Hier sind wir auch noch nicht so überall fertig. Hier scheint irgendwie noch was neu zu sein. Hier haben wir auch noch nicht alles erforscht. Und wir müssen auch nochmal hier in das Tote Meer Ruinen. Ich denke mal, hier hört es auf. Dann kann man wahrscheinlich nicht weiter. Naja, gut. Warum ist hier ein Fisch abgebildet? Okay. Ein bisschen Achtermann fahren müssen wir auch mal wieder. Ja, und natürlich unser Gebäude umbauen. Das ist aber noch ein längerer Plan. Okay, was haben wir hier? Das Mädchen mit dem Sonnenschirm. Jindas Konstitution mit Dr. Fang ist beendet. Er braucht etwas Zeit, um den Krankheitsfall zu untersuchen. Du könntest morgen wieder kommen, um zu sehen, ob er etwas herausgefunden hat. Dann findet er was heraus und dann wird es nach einer Behandlung geben. Also es wird noch ein bisschen länger gehen. Gut, haben wir sonst noch irgendwas? Dann Biert Geburtstag. Okay, ist jetzt nicht so wichtig. Hier haben wir Unschuh und den Hilfs-Sheriff. Das ist natürlich wichtig. Wir müssen uns ja immer gut halten mit der Rettungstruppe. Andy. Kennst du irgendwie gleich hier. Und dann haben wir hier Tour de Rock. Okay. Der Schäfer-Geburtstag. So, wunderbar. Und dann haben wir den Herbst auch schon fast wieder durch. Und dann kommt der Winter. Sollte es nicht mal irgendwann regnen? Oder habe ich das verpasst? Das ist nicht. Mittwoch. Morgen wird es regnen. Ah, okay. Gut. Der Tag, als der Regen kam. Aber das hatten wir schon. Jetzt sind wir in Robby. Was ist denn der? Ah, oh Gott, ich dachte, der Vertrag wäre wieder ausgelaufen. Hey, bist du am Chillen oder was? Du lädst dich auf, sagen wir es mal so. Ja, morgen regnet es. Mein Gott, das ist die größte Abwechslung im Sandraum in den letzten 20 Jahren. Das ist der Wahnsinn. Suche nach meine Zeitergebnis 0. Bitte versuche später nochmal. My Time, keine Ahnung, was du meinst. Gibt's ja gar nicht. So, Nudels übertreibst du es ein bisschen, glaube ich. Oh, die Kartoffeln gehen aus. Wir wollen hier keine Kartoffelkrise. So, sieht's aus. Aber happy sind sie. Gut, happy am Verdauen, sehr schön. So, die Fische sind wieder alle weg. Oh, yes, ist noch hier. Warum kann man die wieder nicht füttern? Ich weiß ich nicht. So, hier sieht auch alles okay aus. Oh, ja. Okay, dann müssen wir noch mal ein bisschen Sandbeeren manuell reinschmeißen und noch ein paar Pilze. Ich hatte letztens so viel Pilze gesammelt. Das ist ein bisschen zu einseitig, die Ernährung hier. Und die braucht Tomaten. Was ist denn hier los? Alles muss man hier selber machen. Okay, Lauch. Das ist nichts, was wir dringend bräuchten hier. Na gut. Habe ich denn noch Tomaten dabei? Die gleich mal da reinschmeißen.
hier noch alles, ne? Okay. Kartoffeln haben wir hier. Sind eigentlich genug Sandbeerenpilze und so weiter. Tomaten haben anscheinend keine hier. Okay. Müssen wir nochmal welche besorgen, beziehungsweise Kartomaten anpflanzen. Aber gut, ist jetzt auch nicht so wichtig. Was haben wir hier? Oh, Meister Chi. Was tut denn aus? Yes, ist Maria. Gehst du irgendwo auf den Ball oder was? Na ja, gut, ist ja Karnevalszeit, ne? Mein Kollege von Vega 5, Bugs, accused me of constantly bringing up topics of conversation. Ja, ein alter Kollege von Vega 5, Bugs, hat mir vorgeworfen, dass ich ständig Themen anspreche, zu denen sonst niemand eine Meinung hat. Wie unbegründet, wie auch immer. Ich bin froh, dass du hier bist. Ich muss dir erzählen, was wirklich passiert, wenn du durch Null teilst. Da habe ich keine Meinung zu, also. See you later. Da hinten geht eine Null. Kannst du mal versuchen zu teilen, okay? Gut, ja, da bin ich mal gespannt, was es hier gibt mit unserer kranken Patientin hier. Was Fang da noch rausfindet. Da bin ich mal sehr gespannt. So, wir werden mal rausfinden, was Sandy macht und treibt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Jagdmaltag hier bei euch und bei hier in Sandrock. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann bin ich mal gespannt, was es dann mit unserer Patientin gibt. Bye, bye.